Wenn Commodus einer der schlimmsten und grausamsten Kaiser Roms war, warum wählte Marcus Aurelius ihn dann zu seinem Nachfolger? Obwohl Marcus Aurelius Commodus zu seinem Nachfolger ausbildete, wusste er, dass dieser nicht bereit war, Kaiser zu werden. Gleichzeitig war er sich sicher, dass Commodus sterben würde, wenn er jemand anderen auf dem Thron setzen würde, so wie es im Film Gladiator geschieht. Selbst wenn er den Thron nicht wollte, konnte er seine Position als legitimer Sohn von Marcus Aurelius nutzen, um das Amt des Kaisers in der Zukunft zu beanspruchen. Wenn ein neuer Kaiser an die Macht kam, löschte er normalerweise jede Bedrohung seiner Herrschaft aus. Aber Kaiser Marcus Aurelius wollte diese Zukunft nicht für seinen Sohn und hatte nur die Wahl, Commodus zu seinem Erben zu machen.